Walter Lehnerts, genannt Waldi, ist den TV-Zuschauern als Bares für Rares Händler bekannt. Der Trödel-Experte hat für seine Fans jetzt etwas Besonderes in petto. Eine eigene Kaffeekreation. Walter Waldi Lehnerts, 56, auch bekannt unter 80 Euro Waldi, hat sich etwas Neues für seine Fans ausgedacht. Bei Instagram kündigt der Bares für Rares Star in einem kurzen Video an, dass er seinen Fanshop um eine Weltneuheit aus der Eifel erweitern will. Kaffee trinken ist für mich wie Bares für Rares, das gehört zu Waldi dazu, erklärt er zunächst seiner Community mit 24.700 FollowerInnen und Followern. Walter Waldi Lehnerts. Meine eigene Kreation. Kaffee gebe es in alle Varianten, den besten habe er aber in Venedig getrunken, schwärmt der Antiquitätenhändler. In der letzten Spelunke oder auf dem Markusplatz, der Kaffee schmeckt immer. Als Fachmann und Gourmet für das Heißgetränk kam ihm dann eine Idee. Ich habe mir die älteste Rösterei in Köln ausgesucht, und ich kriege jetzt meine eigene Kreation. Da könnt ihr euch mal etwas Gutes tun. Zwischen vier Sorten habe er geschwankt, aber ich denke, ich nehme den hier, das ist der beste Kaffee, den ich jemals getrunken habe, erklärt Lehnerts und nimmt einen Schluck aus seiner Tasse. Nächste Woche müsste es soweit sein, und dann haut Waldi den geilsten Kaffee ever raus. Jawohl, verspricht der 56-Jährige, der in seinem Shop bereits Wein oder auch T-Shirts verkauft. Lehnerts ist seit 2013 als Händler in der ZDF-Trödel-Show Bares für Rares dabei. Er ist ausgebildeter Pferdewirt und arbeitete zunächst im Baugewerbe, bis er sich nach einem Bandscheibenvorfall ein zweites Standbein mit dem Handel von Antiquitäten aufbaute. In der Eifel besitzt er heute einen großen Antiquitäten- und Trödelladen.